Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur vierten Episode von Weltengeschichte. Herzlich willkommen auch allen, die jetzt live zugeschaltet sind auf weltengeschichte.de oder auf Julmedia TV. Wie wir es gerade schon gehört haben, haben wir etliche Fragen bekommen, die wir der Zeit halber gar nicht alle beantworten können. Wir werden nur einige ausgewählte hier ansprechen. Alle, die heute hier ihre Antwort nicht hören, werden dann per E-Mail die entsprechenden Antworten bekommen. Eine erste Frage ist sehr einfach und doch sehr wichtig. Wie kommt man auf all diese Jahreszahlen? Wir haben vorgestern Abend solche Daten gehabt wie das Jahr 235, dann ist der und der geboren und dann das Jahr 325, dann ist der und der geboren. Wie kommt man darauf? Und die Antwort ist, wie gesagt, relativ simpel. Durch einfache Addition in den Geschlechtsregistern. Ja, also wer so sich mal in 1. Mose Kapitel 5, da in diese Geschlechtsregister hinein vertieft, der wird feststellen, dass dort viele Jahreszahlen oder zumindest Jahresangaben gegeben sind. Da heißt es zum Beispiel von Adam, er war 130 Jahre alt in Vers 3, als er seinen Sohn zeugte und er nannte ihn Seth und dann heißt es ein paar Verse später und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Also 130 plus 105 ergibt einfach 235 und so kann man das immer weiter addieren. Und es gibt vielleicht dahinter die Frage, ob man das so einfach machen kann. Es gibt immer wieder die Theorie, dass diese Geschlechtsregister Lücken enthalten. Und es stimmt, dass in der Bibel manche Geschlechtsregister tatsächlich Lücken enthalten. Allerdings nur Geschlechtsregister ohne Jahreszahlen, ohne Jahresangaben. Und die mit Jahreszahlen versehenen Geschlechtsregister sind immer direkt aufeinander bezogen, sodass man wirklich auch rechnen kann und darf. Die zweite Frage, ebenfalls ganz interessant, wie lange war Adam allein vor der Erschaffung von Eva? Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich kann es ziemlich genau eingrenzen. Es könne nur einige Stunden gewesen sein, weil Adam am sechsten Tag der Schöpfung geschaffen worden ist und seine Frau ebenfalls. Er wird wohl ein bisschen Zeit gebraucht haben, die Tiere zu benennen, aber es wird, wie gesagt, sich im Bereich von einer Größenordnung von Stunden gehandelt haben. Nächste Frage, was wäre passiert, wenn Adam und seine Frau Hawa, also Eva, nicht vom Baum des Lebens gegessen hätten? Wir haben gelernt, dass Adam und Eva nicht Leben in sich selbst hatten und dass sie, um ewiges Leben fortwährend haben zu können, immer wieder sozusagen nachtanken mussten vom Baum des Lebens. Was wäre also passiert, wenn sie davon nicht gegessen hätten? Die Antwort ist ebenfalls eigentlich recht simpel, sie wären gestorben. Weil der Mensch kein Leben in sich selbst hat, er ist nicht unsterblich in sich selbst, er hat das Leben von Gott und nicht vom Baum des Lebens zu essen, hätte bedeutet, sich gegen Gottes Anweisung davon zu essen, dagegen zu wehren. Interessanterweise wird in den Heiligen Schriften in der Bibel der Baum des Lebens auch verglichen mit der Weisheit. Ja, zum Beispiel in den Sprüchen, das heißt, dass die Weisheit ein Baum des Lebens ist. Sich gegen den Baum des Lebens zu entscheiden, wäre sozusagen eine Entscheidung gegen die Weisheit. Das wäre sehr dumm gewesen, im besten Sinne des Wortes. Und in dem Fall wäre eine andere Art von Rebellion gewesen. Es gibt die Rebellion, dass man Dinge tut, die man nicht tun soll, aber dann gibt es auch die Rebellion, dass man Dinge nicht tut, die man tun muss. Und wir werden das auch am nächsten Wochenende noch ein bisschen ausführlicher kennenlernen. Noch eine interessante Frage hier. Konnte auch Gott Vater sterben und der Heilige Geist? Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Tatsache, dass wir erwähnt haben am letzten Samstagabend, dass die zweite Person der Gottheit, der Sohn Gottes, sich entschieden hat, für die Menschen zu sterben. Also hätte auch Gott der Vater sterben können oder der Heilige Geist? Die Antwort ist interessant, nämlich ja und nein. Zunächst einmal nein, Gott der Vater kann nicht sterben. Und auch der Heilige Geist kann nicht sterben und auch die zweite Person der Gottheit, Michael, der Sohn Gottes, kann auch nicht sterben. Denn Gott ist per Definition unsterblich. Er kann nicht sterben, aber der Sohn Gottes entschied sich, irgendwann einmal Mensch zu werden, Same der Frau zu werden und damit sterblich zu werden. Und in seiner Menschheit könnte er dann sterben. Das ist der Plan, den wir kennengelernt haben. Und jetzt ist die Frage, wäre dieser Plan auch möglich gewesen, wenn die erste Person der Gottheit, Gott der Vater, sich dafür entschieden hätte? Oder die dritte Person? Und die Antwort ist ganz simpel, ja. Der Plan der Erlösung wäre genau, die Weltengeschichte wäre genauso verlaufen, wie wir sie in den nächsten Wochen kennenlernen, wenn Gott der Vater sich entschieden hätte, dieses Opfer zu bringen. Und
der Sohn Gottes heißt nicht umsonst Michael, der so ist wie Gott, weil zwischen ihm und Gott handlungsmäßig, charaktermäßig letztlich kein Unterschied besteht. Natürlich ein bisschen spekulativ, weil es nicht so gekommen ist. Aber zumindest als Beantwortung dieser Frage, das wäre tatsächlich auch möglich gewesen. Eine Frage, die dreimal gestellt worden ist und deswegen wahrscheinlich besonders vielen auf dem Herzen lag, ist: Es heißt, Kain erkannte seine Frau. Woher konnte Kain eine Frau haben? Diese Frage habe ich ein bisschen gewartet. Auch hier ist die Antwort überraschend einfach. Die Bibel sagt uns, dass Adam und Eva Söhne und Töchter hatten. Ja? Und es fielen keine weiteren Frauen vom Himmel. Das heißt, Adam und Eva, die Kinder gezeugt haben, haben dann auch gesehen, wie ihre Kinder untereinander geheiratet haben. Das war kurz nach der Schöpfung überhaupt gar kein Problem. Menschen hatten noch sehr viel mehr Lebenskraft. Die Genetik war längst nicht so degeneriert, wie das heute der Fall ist. Und wir werden heute noch ein kurz mal darauf zu sprechen kommen. Also Kain und auch Seth und all die anderen Patriarchen hatten zunächst einmal Schwestern und dann nähere Verwandte zur Frau. Und bis dann irgendwann aufgrund der fortschreitenden Zeit, zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, man dazu übergegangen ist, diese Art von Verbindung nicht mehr gut zu heißen. Noch eine interessante Frage. Die Menschen vor der Sintflut waren, wie es heißt, sehr hoch entwickelt, eine technologische Kultur. Aber Technologie braucht Erdöl, das erst eine Folge der Sintflut gewesen ist. Woher konnte man also Technologie haben ohne Erdöl? Das ist eine interessante Frage. Die hatte ich jetzt nicht so erwartet. Also zunächst mal können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es gar kein Erdöl vor der Sintflut gab. Wir können nur sagen, dass aufgrund der Sintflut sehr viel Erdöl entstanden ist. Der zweite, vielleicht noch wichtige Punkt ist, dass Technologie, wie wir sie heute kennen, sicherlich oft mit Erdöl verbunden ist, aber Technologie an sich ist nicht an Erdöl gebunden. Es gibt sehr viele Technologien, die mit Erdöl nichts zu tun haben. Und wenn Sie mal ein bisschen im Internet recherchieren, werden Sie feststellen, dass man immer wieder in der Archäologie Dinge findet, Konstrukte findet, Werkzeuge findet, mit solch einer unglaublichen Technologie, dass bis heute keiner richtig weiß, wie man das so gemacht hat. Manches, was man da im Internet findet, ist auch ein bisschen Fälschung und Fake, aber vieles davon ist tatsächlich sehr erstaunlich. Je weiter man zurückgeht in der Archäologie, desto klüger und intelligenter scheinen die Menschen gewesen zu sein. Sie scheinen über Möglichkeiten der Naturbeobachtung und der Erkenntnis von Naturgesetzen verfügt zu haben, die wir heute kaum noch so haben oder erst langsam wieder zurückgewinnen. Und scheinbar haben sie mit sehr viel einfacheren Mitteln, weil sehr viel klüger und sehr viel intelligenter, sehr Großes erreicht. Letzte Frage: War nicht Sem der ältere Bruder von Japhet? Wir haben ja erwähnt, dass der erste Sohn von Noah Japhet gewesen ist. Und jemand fragt hier, ob das nicht in Wirklichkeit Sem gewesen ist. Das basiert vor allem auf einem Text in 1. Mose 10, 21, wo nach manchen deutschen Übersetzungen es so aussieht, als ob Japhet der Jüngere sei. Da heißt es nämlich: Und Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Sündehebers, dem älteren Bruder Japhets. An der Stelle ist es vielleicht interessant zu wissen, dass die Übersetzungen sehr variieren, dass sowohl übersetzt werden kann dem älteren Bruder Japhets als auch dem Bruder Japhets dem Älteren. Also dem Bruder Japhet dem Älteren. Also der hebräische Text ist uneindeutig, ob jetzt Japhet der Ältere oder Sem der Ältere ist, aber die Geschlechtsregister sind eindeutig und das kann man ganz leicht mit einer minimalen Rechnung belegen. Nämlich in 1. Mose 10, Vers 10 heißt es, als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpachschad 2 Jahre nach der Flut. Also Sem war 2 Jahre nach der Flut 100 Jahre alt. Die Flut fand statt, als Noah 600 war. So sagt es 1. Mose 7, Vers 11. Und als Noah 500 war, also genau 100 Jahre vor der Sintflut, hat er seinen ersten Sohn bekommen. Das heißt, und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Und wenn er mit 500 seinen ersten Sohn bekommen hat, mit 600 die Sintflut kam, als er 600 Jahre alt war, dann kann Sem nicht der erstgeborene Sohn gewesen sein, denn der wäre 102 gewesen nach der Sintflut, also als er Arpachschad bekommen hat, aber er war nur 100.
Und aus diesem Grund ist es eindeutig, dass Sem der Zweite war und Japhet der Erste. Die Tatsache, dass sie in einer anderen Reihenfolge aufgeschrieben stehen, hat nicht immer was mit der Chronologie zu tun. Also, interessante Fragen. Wenn auch nach dem heutigen Vortrag Sie solche Fragen haben oder ähnliche, dann scheuen Sie sich nicht, uns zu fragen unter fragen@weltengeschichte.de. Auf der Seite Weltengeschichte gibt es auch die Möglichkeit, direkt also einen Button anzuklicken, Fragen und Feedback, und das erreicht uns dann auch. Nutzen wir noch einfach 2-3 Minuten, um ganz kurz zu wiederholen, was wir bisher in den ersten 3 Episoden gesehen haben, was bisher geschah. Wir haben angefangen mit der Idee, dass Gott Liebe ist, dass er die Welten geschaffen hat und die Boten, die Engel geschaffen hat. Und einer von ihnen, der Hillel, begann eine Kontroverse. Er begann diese Rebellion gegen Gottes Charakter, die Idee, dass Gott nicht immer Liebe sein könnte. Ein Kampf begann im Himmel, eine Auseinandersetzung. Infolgedessen ein Drittel aller Engel die Gegenwart Gottes verließ und Gott dann den Planeten Erde schuf, um in dieser Auseinandersetzung zu zeigen, wie er wirklich ist. Die Schöpfung sollte beweisen, Gott ist wirklich gut. Er schuf den Menschen aus dem Staub, um deutlich zu machen, dass der Mensch von ihm absolut, alle Geschöpfe absolut abhängig sind von ihm. Er schuf sie als Repräsentanten seines Charakters und sie sollten ihn lieben und das aufgrund einer freien Entscheidung. Deswegen schuf er sie als freie moralische Wesen. Wir haben gesehen, dass sie diese Freiheit missbraucht haben und durch Verführung und Rebellion sich auf die Seite des Verführers, auf die Seite des Satan gestellt haben, wodurch diese Welt unter den Schatten der Sünde, der Rebellion gegen Gott fiel. Noch an demselben Tag, als das passierte, hat Gott sich entschieden, einen uralten Plan tatsächlich umzusetzen, nämlich dass einer der drei, die wir Gott nennen, Mensch werden würde, um als Stellvertreter die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, um ihnen eine zweite Chance zu geben. Nur deswegen konnten Menschen danach weiterhin an Gott glauben und weiterhin eine Hoffnung schlussendlich auf ewiges Leben haben. Und als Illustration für das große Opfer, was das Gott kosten würde, wurden Opfer gebracht, die illustrieren sollten, dass ein Unschuldiger sterben muss für die Schuld der Übertreter. Die Nachfahren von Adam und Eva, Kain und Abel, zeigten dann diesen Kampf der Auseinandersetzung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und wir hatten gesehen, wie Abel umgekommen ist als erster Mensch durch die Hand Kains aufgrund seiner Ungerechtigkeit. Wir haben gesehen, dass tatsächlich Menschen dann starben. Sie lebten sehr viel länger, als es heute der Fall war, aber letztendlich starben sie. Nur einer starb nicht, das war Henoch, der im Jahre 987 in den Himmel aufgenommen wurde, sozusagen als erste Anzahlung Gottes auf diesen großen Plan. Ansonsten ging es bergab mit der Menschheit, Götzendienst und Rebellion, Mord, Eifersucht, Vergewaltigung, Menschenopfer, all das verbreitete sich in Windeseile. Gott hat viele Jahrhunderte zugesehen, bis er letztendlich einen Menschen, Noah, beauftragte, für sich und seine Familie ein Rettungsboot zu bauen, die Arche. Am 17.02. des Jahres 1656 ging die alte Welt mit allem, was groß und berühmt an ihr war, zugrunde. Über ein Jahr dauerte diese gewaltige Katastrophe, bis schließlich dann all das Wasser wieder zurückgegangen war und die 8 überlebenden Menschen mit den paar Tieren jetzt noch einmal von vorne anfangen sollten auf einer Erde, die ganz anders und viel rauer war, mit ganz anderen klimatischen Bedingungen, sodass das Leben der Menschen jetzt sehr viel kürzer sein würde. Wir hatten gesehen von dem schrecklichen Vorfall, als Noah betrunken nackt in seinem Zelt lag und dass dann auch seine 3 Söhne sich wieder eingruppierten in diese 2 Gruppen, die Gerechten und die Ungerechten. Die Ungerechten wurden sehr bald wieder sehr viele und in einem Versuch, gegen Gott zu rebellieren, bauten sie einen Turm, wo dann Gott ihre Sprachen verwirrte. Und wir haben dann gesehen, wie die Nachfahren Noahs sich in die Himmelsrichtung verbreiteten. An der Stelle haben wir Schluss gemacht und werden jetzt gleich weitermachen. Bevor wir aber beginnen, lassen Sie uns mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für diesen Tag.
und für die Gelegenheit, auch heute Abend über die Geschichte nachzudenken, die du mit dieser Welt schon seit so langer Zeit erlebst. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, zu Geschichten alter Kulturen und alter Zivilisationen, dass wir Prinzipien lernen für unser Leben, dass wir aus der Vergangenheit Dinge mitnehmen können für unsere Zukunft. Und wir danken dir, dass du zu uns sprechen wirst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Episode 4, der Patriarch von Uru. Ungefähr 100 Jahre nach der Sintflut, als am großen Turm die Sprachen verwirrt worden waren, sodass man ihn Babel oder Babel nannte, da gingen die Nachfahren Noahs in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Die Söhne und Enkel und Urenkel von Cham wandten sich Richtung Südwesten, dort, wo sie bald schon auf das große Meer trafen, auf den Nil sogar, und dann weiter verfolgten, bis einige von ihnen ganz im grünen Dschungel sich verloren. Die Nachfahren von Shem blieben größtenteils dort in der Gegend. Manche von ihnen gingen auch nach Osten in das Hochland. Die Nachfahren von Japhet hatten die größte Reise auf sich genommen. Viele von ihnen marschierten in vielen, vielen langen Märschen über den Kaukasus. Manche von ihnen blieben auch in Kleinasien zurück. Als dann die über den Kaukasus gegangen waren, die kühleren Gegenden erreichten, teilten sie sich manche nach Westen, wo die ersten Siedler Europas dann sich niederließen. Und einige gingen gen Osten, in die unendlichen Steppen. Manche von ihnen erreichten nach langen Monaten die fernöstlichsten Gegenden der Welt. Und all diese verschiedenen Sippen nahmen die Ideen und die Erinnerungen der Urzeit mit sich. Sie fingen bald an, wieder Kulturen zu entwickeln. Sie fingen an, ihre Sprachen zu verschriftlichen. Um nur an dem Beispiel derer, die ganz in den fernen Osten gingen, das zu demonstrieren. Schauen wir uns einmal an, was die ersten Siedler des fernen Ostens in ihr Schriftsystem übernahmen. Als sie zum Beispiel sich überlegten, wie sie das Wort für Boot schreiben wollten, hier, da nahmen sie drei verschiedene Zeichen. Das linke Zeichen für Kasten, das in der Mitte war das Zeichen für 8 und das rechte Zeichen das Zeichen für Menschen. 8 Menschen in einem Kasten, das nannten sie Boot. Oder als sie das Verb begehren ausdrücken wollten, da kombinierten sie einfach 2 Bäume und das Zeichen für eine Frau. Und so entstand das Wort Begehren. Und man könnte allein einen ganzen Vortrag füllen, wie diese Zeichen noch so Spuren hinterließen aus der alten Zeit. Es waren nur 100 Jahre nach der Sintflut, aber nach und nach durch die Erzählung wurde vieles verändert, vieles getrübt. Man sprach jetzt von Nüwa und Fuxi, dem ersten Menschenpaar, die selbst aus dem Erdboden andere Menschen erschaffen hätten, die als Bruder und Schwester sich inzestuös verbunden hatten und die halb Mensch, halb Schlange gewesen waren. Man sprach von Yao, der in einem Kasten die Sintflut überlebt hatte. Und der ein besonders weiser Mensch gewesen ist zu seiner Zeit, hätten sich auch die Sprachen verwirrt. Und so blieben die Erinnerungen beständig, aber durch Sagen und durch Tradition wurden sie in den verschiedenen Kulturen immer unkenntlicher. Ein Volk, das noch weiter in den Süden zog als die, die wir heute Han-Chinesen nennen, das waren die Miao. Und die Miao erzählten sich von einem goldenen Zeitalter vor vielen Jahrhunderten, als eine Frau eine verbotene Erdbeere gepflückt hatte und dadurch der Fluch über die Welt gekommen war.
Sie erzählten auch von einem großen Gebirge, an dem nach einer langen Flut wenige Menschen in einem Kasten übrig geblieben waren. Und sie erzählten davon, wie die Menschen dann versucht hatten, nach der Flut auf einer Leiter in den Himmel zu steigen. Aber diese Leiter sei durch Blitze zerstört worden und deswegen hätten sie eine lange Wanderung unternehmen müssen. 6 Monate wären ihre Vorfahren gewandert bis zu einem Ort, wo 6 Monate die Sonne scheint und 6 Monate es dunkel ist. Von dort hätten sie sich wieder nach Süden gewandt und wären jetzt dort angekommen. Und so könnte man für viele Geschichten, für viele Kulturen Geschichten erzählen. Auf jedem Erdkreis fanden sich solche Berichte, die von Zeitalter zu Zeitalter immer unkenntlicher wurden und trotzdem ihre Spuren hinterließen. Ganz im Zentrum, dort wo der Turm gestanden hatte, war die größte aller Kulturen. Dort herrschten die Sumer, die Sumerer. Und einige der Nachfahren Shems, einige Semiten waren ebenfalls dort gegenwärtig. Auch dort erfand man eine Schrift, die sehr bildlich gewesen ist. Und auch dort machte man sich Gedanken über die Vergangenheit. Man erzählte von dem Zeitalter vor der Flut, wo die Menschen 19.000, 20.000 Jahre gelebt hätten. Und man wusste auch, dass es verschiedene überirdische Wesen gab. Man sprach von dem Göttervater An oder auch Anu. Man sprach von Enlil, dem Herr des Windes, der aus dem Himmel verstoßen worden war, weil er eine Göttin verführt hat. Aber er würde später mal wieder in den Himmel zurückkehren dürfen. Man sprach auch von Enki, dem Sohn Gottes, der die Sprachen verwirrt hätte. Und die Menschheitserschaffung erklärte man sich so, dass die Götter einen Streit im Himmel gehabt hatten. Und aufgrund dieses Streites hätte man Sklaven gebraucht und man hatte die Menschen erschaffen aus dem Lehm, um Arbeitssklaven zu haben. Die Wahrheit wurde verdunkelt, je länger die Zeit nach der Sintflut vor sich ging. Trotzdem waren es immer noch sehr intelligente Menschen mit großem Wissen. Und hier sehen wir, wie einige von ihnen in dieser Keilschrift Bruchrechnen geübt haben. Und jeder, der Mathematik gehasst hat, möge sich freuen, dass er damals das nicht in solchen Zeichen hat machen müssen. Man hat damals wie heute Karten verfasst. Ja, hier sehen wir eine Umrisskarte eines Hauses und daneben eine topografische Karte. Und in dieser Kultur, in dieser sehr alten Kultur, die kurz nach der Sintflut entstand, als die Nachfahren Sems und die Nachfahren Chams dort wieder ein Zusammenleben begannen, da war auch einer der Enkel Noahs ganz intensiv dabei. Sein Name war Nimrod und er gründete das erste große Weltreich, könnte man sagen. Sein Name bedeutet Rebell und die 3 Orte Akkad, Babylim und Uruk oder biblisch Erech, das waren die Hauptorte seines Reiches, das er gründete. Akkad oder wie die Sumerer sagten, Akkade, war dann auch der Namensgeber der Sprache Akkadisch, die dann dort eine große Rolle gespielt hat. Vielleicht am interessantesten ist der Ort in der Mitte, Babylim. Eigentlich hieß dieser Ort Babel, wie wir gelernt hatten, Verwirrung. Auf Akkadisch hieß das Babal. Aber mit der Zeit waren die Menschen, die dort lebten, die Akkader und vor allem die Sumerer, nicht mehr zufrieden mit dieser Idee, dass es Verwirrung ist. Und sie erinnerten sich, dass hier einmal der Versuch bestanden hatte, in den Himmel zu kommen. So nannten sie diesen Ort Kadingira, sumerisch das Haus der Götter oder das Tor zu Gott. Das hochgestellte Ki bedeutet einfach nur, dass es ein Ortsname war. Und auf Akkadisch heißt dasselbe dann Babili und das klang so ähnlich wie Babel oder Babal und so änderte sich der Name von Babal, Babel zu Babili, was dann zu Babylon wurde, das Tor zu Gott. Der Ort, der eigentlich eine Erinnerung sein sollte an die Verwirrung der Menschen, wurde jetzt zu einem Symbol, das die Menschheit durch ihre eigenen Werke zu Gott
aufsteigen könnte. Nimrod wendete Gewalt an, militärische Gewalt in diesen kleinen Gruppen, diesen kleinen militärischen Verbänden, die es damals gab. Und er zog nach Norden und gründete die Städte Aschur, benannt nach dem Land, das lange vor der Sintflut existierte. Und Ninua oder auch Ninive. Und in diesem sich ausbreitenden Reich, das ab und zu auch zerfiel, wieder zu Stadtstaaten, in diesem Reich ließen sich bald auch die wenigen treuen Nachkommen Noahs, die Nachkommen Sems, die noch zur Heilslinie gehörten, die Erstgeborenen, die an den kommenden Messias glaubten, sie ließen sich in diesem Reich nieder. Im Jahre 1787 wurde Reu geboren oder auch Regu und im Jahre 1819 sein Sohn Serug. Sie, diese Erstgeborenen aus der Linie Sems, sollten das Wissen über den kommenden Messias, den kommenden Heiland, den kommenden Erlöser aufrechterhalten, denn aus ihrer Familie würde der Erlöser kommen. Im Jahre 1849, 30 Jahre später, wurde Nachor gezeugt, übersetzt der Schnarchende. Und tatsächlich war es nicht weit her mit der Religion dieser Gläubigen. Mehr und mehr passten sie sich dem Umfeld der sumerischen, akkadischen Weltkultur an. Er, Nachor, zeugte dann 30 Jahre später, im Jahre 1878, Tarach. Verzögerung, vielleicht deswegen, weil sich die Verheißung Gottes, dass dieser Erlöser kommen würde, immer mehr verzögerte. Er und seine ganze Familie und lebte jetzt in einem Ort, der Uru genannt wird, ganz im Süden. Damals war dort die Küste, der Golf von Persien ging damals sehr viel weiter nach Norden. Es lag direkt am Meer. Und dieser Ort Uru, oder die Sumerer nannten ihn Urim, im hebräischen Ur, war einer der ältesten Städte, einer der ältesten Orte, die nach der Sintflut gegründet worden sind. Berühmt war der Ort für seine Zikkurat. Das war ein großer Tempel, gebaut für einen der Nebengötter der Sumerer, der an dieser Stelle sein Hauptheiligtum hatte. Das war der Mondgott, genannt Nanna oder auch Sin. Und es heißt, dass hier selbst die, die noch wussten, dass es einen wahren Gott gibt, der Liebe und Gerechtigkeit ist, dass sie nebenbei auch anderen Göttern dienten. Auch sie fielen nieder vor dem Mondgott Nanna Sin dort bei dieser Zikkurat. Terach bekam einen Sohn, den er wie seinen Vater nannte, Nachor, der Schnarchende, war also offensichtlich ein Modename, im Jahre 1948. In jener Zeit begannen dann einige der Patriarchen, die nach der Sintflut geboren worden waren, zu sterben. Peleg zum Beispiel, der geboren worden war, als die Erde sich gerade geteilt hatte im Zusammenhang des Turmbaus. Er war nur noch 239 Jahre alt geworden, sehr viel weniger als vor der Flut. Ein Jahr später starb dann der Vater von Terach, Nachor. Er wurde sogar nur noch 148. Das Leben hatte sich drastisch verändert. Noach überlebte sie sogar. Er war noch vor der Sintflut geboren und in ihm lebte noch die Lebenskraft der vorsintflutlichen Zeit. 3,5 Jahrhunderte hat er gesehen, wie die Hochkulturen aus dem Boden wuchsen. Im Jahre 2006 starb er dann. Und was er gesehen hat, wird ihn wahrscheinlich ziemlich deprimiert haben, dass all die Fehler, die vor der Sintflut existiert hatten, jetzt wieder aufgewärmt wurden. Nur 2 Jahre, nachdem Noach starb, und niemand weiß genau, wo er gelebt hat, und wenn man einige babylonische Epen zu Rate zieht, dann könnte es sein, dass er in seinem sehr fernen Land sein letztes Ende gefunden hat. 2 Jahre, nachdem er starb, wurde dem Terach ein zweiter Sohn geboren. Sein Name war Abram, erhabener Vater. Ab heißt Vater, Ram heißt hochheben, also erhobener, erhabener Vater. Und er wuchs auf dort in diesem Zentrum der Zivilisation in Uru, kannte die Zikkurat wahrscheinlich in- und auswendig. 10 Jahre später wurde seine Halbschwester Sarai geboren, das heißt Fürstin. Also auch die letzten übrigen der Gläubigen hatten es sich zur Angewohnheit gehabt, mehrere Frauen zu halten. Und so war Sarai die Tochter desselben Vaters, aber einer anderen Mutter.
Sein weiterer Bruder war Haran und weiter ging es mit dem Sterben wichtiger Patriarchen Reu im Jahre 2026. Abraham entschied sich dann sogar, seine Halbschwester Sarai zu heiraten, was damals immer noch okay war. Nachor, sein Bruder, heiratete dagegen Milka. Haran, sein Bruder, bekam einen Sohn, der Lot hieß, von dem wir später noch mehr hören. Im Jahre 2049 starb Serug mit 230 und das war jetzt signifikant, bedeutsam, Haran starb lange vor seinem Vater. Der Bruder von Abraham starb in recht jungen Jahren. Jetzt ungefähr 2000 Jahre nach der Schöpfung begann die Sünde auch sich deutlich in Krankheiten zu zeigen. Menschen wurden nicht mehr wirklich alt. Ungefähr 2000 Jahre lang hat es kaum Krankheiten gegeben. Aber jetzt zeigte sich die Folge der Sünde nicht nur im moralischen Verfall, sondern immer mehr auch im körperlichen Verfall. Und dort mitten in Uru, im Süden Mesopotamiens, dort, wo die zwei Flüsse Hiddekel und Puratum, Perat Euphrat, an den Golf von Persien münden, in den Golf von Persien münden, dort erschien Gott dem Abraham. Gott wollte jemanden haben, der inmitten dieser neuen Welt, die entstand, die dieselben Fehler machte wie die alte Welt, jemand haben, der zu den göttlichen Prinzipien stehen würde. Er erschien ihm in einer Vision und sagte zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. 350 Jahre lang hatte Gott zugesehen, wie die Nachfahren von Noah Stück für Stück in die alten Fehler vor der Sintflut zurückgefallen waren und jetzt war es Zeit, eine neue Mission zu starten, jemanden zu berufen, den Namen Gottes, das Wesen Gottes wieder der Welt bekannt zu machen. Er wählte diesen Abraham aus. Und der hörte auf Gott, verließ Uru mit seinem Vater und seiner Familie und machte sich auf den langen Weg, von dem er noch nicht genau wusste, wohin er eigentlich führen würde. Sie reisten viele Wochen, vielleicht Monate, entlang des Euphrats gen Norden und kamen nach einiger Zeit, wahrscheinlich über die Handelsstadt Mari kommend, nach Haranu, einer Stadt, die Reise oder Karawane bedeutet, so ein Umschlagsort an den großen Handelsstraßen der sich entwickelnden Wirtschaft. Ein Ort, den sie wahrscheinlich nicht zufällig aufgesucht haben, denn dort in Haran, befand sich das Hauptheiligtum desselben Mondgottes, der auch in Ur angebetet wurde. Der Tempel hieß El-Hulul. Und Abrahams Vater und seine Brüder waren ganz begeistert wahrscheinlich, hier dieselbe Kultur, denselben Gott anbeten zu können. Nur Abraham war das natürlich ein Gräuel. Das sind die typischen Häuser, wie sie noch heute in Haranu stehen, die dort gewesen sind und wo sie übernachtet und gehaust haben. Mehrere Jahre lang haben sie dort gelebt und dann im Jahre 2083, als Abraham schon stolze 75 Jahre alt war, starb sein Vater Tarach mit 205 dort in Haran und Gott erschien ihm noch einmal und sagte zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Abraham hatte auf den Ruf gehört, aber er war noch nicht so weit gegangen, wie er hätte kommen sollen. Er war aus seinem Haus seiner Verwandtschaft, er war aus seinem Land gezogen, aber das Haus seines Vaters hatte er noch nicht verlassen. Der Ruf Gottes wurde ein bisschen konkreter. Abraham entschied sich, das zu tun, aber er wusste, dass er jetzt ohne seine Verwandtschaft ihn noch mehr in Gefahr sein würde, denn damals, da gab es sehr viel Ungerechtigkeit, sehr viele Verbrechen und er fürchtete sich, dass seine Frau ihm Schwierigkeiten bereiten könnte, weil sie so schön war. Und schöne Frauen waren vor der Sintflut sehr begehrt
und auch nach der Sintflut sehr begehrt und wurden meistens mit Gewalt genommen. Bevor sie also sich auf den Weg machten von Haran, da sprach er mit seiner Frau, die seine Halbschwester war: Das musst du mir zuliebe tun, dass überall, wo wir hinkommen, egal wohin uns Gott führen wird, du von mir sagst, er ist mein Bruder. Er wollte Gott gehorchen, er wollte dem Ruf Gottes treu sein, aber er hatte Angst vor möglichen schmerzhaften Konsequenzen und baute erstmal so ein Sicherheitsseil ein. Sie verließen Haran, sein Bruder Nachor und seine Frau Milka wollten nicht mitkommen. Sie hingen zu sehr an der Anbetung dieses Mondgottes Nanu, als ob der Mond jemals ihr Gebet gehört hätte, hat sich wahrscheinlich Abraham gedacht. Er ließ sie zurück und zog mit seiner kleinen eigenen Familie und seinen Freunden und denen, die zu seiner Sippe gehörten, gen Süden. Nach einiger Zeit kam er in ein sehr fruchtbares Land, in eine Gegend, wo verschiedene Berg- und Hügelketten mit Tälern und rauschenden Bächen zusammentrafen. Dieser Ort im Jahre 2083, den er dort fand, nannte er Shechem, Schulter, weil es wie eine Schulter dort in der Landschaft lag. Sehr fruchtbar, sehr schön. Gott zeigt ihm: Hier mach mal Pause, hier halte dich auf, hierhin möchte ich dich führen. Aber es dauerte nicht lange. Da merkte Abraham, dass er nicht der Einzige war in diesem wunderschönen Land. Als er dort an der Terebinte seinen ersten Altar baute, um zu zeigen, dass er Gott anbetet, so wie schon Abel und so wie Noah, da fiel ihm bald auf, dass er in ein besiedeltes Land gekommen war. Dass Gott ihn an einen Ort geführt hat, wo schon Menschen lebten. Ein Ort, der schon zur damaligen Zeit in einer verbrecherischen Gesellschaft einen äußerst schlechten Ruf hatte. Der Ort hieß Kinah Achnum. Was bedeutet die Gekrümmten, die Gebeugten, die Verstoßenen? Es waren die Nachkommen von dem verfluchten Kanaan. Selbst die umliegenden Völker, die kaum zivilisierter und freundlicher waren, hielten dieses Volk für Räuber und Verbrecher. Und ich denke mir, Abraham hat sich gefragt, was um alles in der Welt er in diesem Land sollte. Er kam gerade aus dem Land der Sumerer und der Akkader, wo es viel Böses, aber auch viel Kultur gab. Jetzt kam er in ein Land mit viel Bösem und ganz wenig Kultur. Gott hatte zu ihm gesagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann hat er ihn in das Land geschickt der Verfluchten. An den schlimmsten Ort, den es gab. Gott wollte nicht, dass sein Repräsentant irgendwo im Gebirge ein Nomadenleben führt und als Einsiedler Gott preist. Er wollte, dass der die beste Verbindung zu Gott hat, dort ist, wo der Fluch am stärksten ist. Er sollte ein Zeugnis sein inmitten dieser verfluchten Kanaaniter. Dort im Süden lag das Land Kanaan. Und dort standen auch die Götzenaltäre. Und dort wurden auch Menschenopfer gebracht. Und dem Abraham ist es wahrscheinlich ziemlich kalt den Rücken runtergelaufen, jetzt hier seine Kinder großziehen zu müssen und hier leben zu müssen als Fremdling, als Ausländer, als jemand, der kein Bürgerrecht hat. Aber Gott verhieß ihm schon an diesem ersten Ort: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Dieser verfluchte Platz wird einmal das verheißene Land sein. Und wahrscheinlich hat so der ein oder andere Engel im Himmel realisiert, dass das vielleicht ein Bild sein könnte auf diesen einen verfluchten Planeten, auf den sich all der Segen Gottes ergießen würde. Abraham zog weiter, er wollte das Land kennenlernen. Weiter zog er gen Süden und kam in das große Bergland. Auch dort baute er ein Altar und dankte Gott, lobte ihn. Und wo immer er sich Gelegenheit gab, zeugte er von seinem Verhältnis zu Gott, von seiner Liebe zu Gott und war ein Zeugnis
für die gewalttätigen, umherziehenden Kanaaniter. Er zog noch weiter nach Süden, er wollte das Land gut kennenlernen. Und ganz weit im Süden dieses Landes wurde es immer wüstenartiger. Das Südland, die Wüste. Dort zog er hin und erlebte eine schreckliche Dürre, eine Hungerkatastrophe. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Sollte er zurück an den Ort, von dem er ausgezogen war? Sollte er zurück in das Land der Sumerer und Akkader ziehen? Das wollte er nicht. Aber er wusste, dass er an diesem Ort jetzt gerade nicht überleben konnte. Und so fragte er sich, wo könnte ich für einen möglichst kurzen Zeitpunkt überleben, um danach so schnell wie möglich wieder hier an diesen Ort zurückzukehren. Und er hörte von einem Land, das nicht allzu fern lag. Einem Land, das ganz in der Nähe war, das ähnlich hochzivilisiert war wie das Land, aus dem er einst ausgezogen war. Das war das Land mit den berühmten Pyramiden. Das Land Kemet, das schwarze Land, benannt nach dem schwarzen Schlamm, der Jahr für Jahr aus dem Nil aufstieg und das Land fruchtbar machte. Die Hebräer nannten es später Misraim und die Griechen Ägyptus, deswegen kennen wir es als Ägypten. Aber als Abraham dorthin zog, da nannte jeder das Land Kemet, das schwarze Land. Und dort herrschten gewaltige Könige, das ganze Gebiet des Nils fruchtbar gemacht hatten, erobert hatten und sich dann als Grabkammern große Pyramiden bauen ließen. Ganz ähnlich wie die Zikkurate, die der Abraham aus Ur kannte. Auch sie hatten eine Schrift erfunden, die sehr bilderreich war, mit der sie all ihre Tempel und Paläste beschrieben. Und dort passiert es tatsächlich, obwohl die Sarai schon über 60 Jahre alt war, war sie immer noch sehr schön. Die Menschen waren damals immer noch etwas älter als heute. Und 65, damals würde vielleicht heute mit 35, 40 Jahren korrespondieren. Sie war so schön, dass Abraham von ihr behauptete, sie ist nur meine Schwester. Es kam, was kommen musste. Der König des Landes, der die Gewohnheit hatte, alle schönen Frauen einzusammeln und in einem bestimmten Haus zu sammeln, dem wurde auch von Sarai berichtet. Gesagt, getan. Sie wurde geholt, sie wurde ins Haus des Königs von Kemet gebracht. Und Abraham fragte sich jetzt, wie er überhaupt eigentlich den Auftrag Gottes erfüllen könnte, ein fruchtbares Volk zu werden. Aber Gott kümmerte sich auch um ihn, als er diesen schweren Fehler beging. Und Gott sandte eine Plage in dieses Land, das heißt, er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte König um ihretwillen, tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Als der König des Landes, der König Ägyptens und seine Knechte merkten, dass Gott sie schlug, riefen sie den Abraham und haben ihn dann gebeten, schnellstmöglich das Land wieder zu verlassen. Die Sarai durfte er gleich mitnehmen. Und um sicherzustellen, dass auch ihr guter Ruf keinen Schaden genommen hatte, bekam Abraham sehr viel kostbares Edelmetall und sehr viel andere Luxusgüter mit. Er ging als reicher Mann aus Ägypten, aus dem Land Kemet hervor, zog wieder zurück in das Südland und von dort nach Norden zurück in das Bergland, an den Altar, den er damals dort gebaut hatte. War sehr reich geworden und auch sein Neffe Lot, der ihn bisher all die Zeit begleitet hatte, war sehr reich geworden und ihre Herden waren so groß, dass sie im Land sich nicht mehr zusammenfinden konnten oder nicht mehr zusammen grasen konnten. Es gab ständig Streit zwischen den Hirten und so entschied man sich, das Land aufzuteilen, nicht mehr gemeinsam zu leben. Abraham und Lot stiegen auf einen Berg und Abraham als der Onkel hatte selbstverständlich das Recht zu sagen, pass mal auf, ich möchte in diese Richtung gehen und nicht in diese. Aber demütig wie er war, als Repräsentant des wahren Gottes, fragte er seinen Neffen Lot zuerst. Und der schaute sich umher und sah dort ganz unten im Tal des Jordan, in der Jordanaue, ein gewaltiges, schönes, fruchtbares Land. Eine Gegend, die so schön war, mindestens so schön wie das, was sie gerade in Kemet am Nil gesehen hatten. Ja, es sah so aus wie die alten Berichte von dem
Garten Eden, den ihre Vorväter immer wiederholt hatten. Und so entschloss er sich, dort an den Jordan, dort in dieses Tal möchte ich, dort, wo die berühmte Stadt Sodom lag. Dort zog er hin. Abraham blieb nichts anderes übrig, als das Hügelland, das längst nicht so attraktiv und fruchtbar war, zu haben, schaute sich um und Gott sprach zu ihm, hebe doch deine Augen auf und schaue auf den Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Es mag aussehen als die schlechtere Wahl, aber das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Abraham hatte bis dahin keinen einzigen Sohn, nicht mal eine Tochter. Aber Gott versprach ihm hier, als er auf diesem Berg stand und sein Neffe ihm das beste Land vor der Nase weggeschnappt hatte, dass er einmal berühmt sein würde und dass seine Nachkommen unzählbar sein würden. Abraham glaubte ihm. Und er lebte weiter als Fremdling in einem Land, das ihm nicht wohlgesonnen war. Er lebte in Zelten. Und er merkte bald, dass es wirklich ein raues Leben war inmitten dieser Kanaaniter. Er zog ein bisschen weiter Richtung Meer, wo das Land nicht mehr ganz so hügelig war. Und dort bei einer großen Terebinte traf er Mamre. Mamre war ein Stammesfürst der Amoriter, eines der großen Völker dort in Kanaan. Und Mamre merkte, dass dieser Fremdling Abraham ein bisschen Schutz suchte. Und so bot er ihm an und sagte zu ihm, wenn du hier bei mir bleibst, wenn wir einen Bund miteinander machen, dann werde ich dich beschützen. Meine beiden Brüder Eschkol und Aner werden ebenfalls dir zur Seite stehen. Und Abraham dachte sich, naja, kann ja nicht schaden, in einer Gegend von lauter Verbrechern und mordenden Banden jemanden zu haben, der mich beschützt. Und so machte er einen Bund mit diesen drei Amoritern an diesem Baum, an der Terebinte von Mamre. Dort schlug er sein Zelt auf, dort lebte er als Fremdling und die Jahre vergingen dort. Derweil zog Lot mit seiner Familie immer näher zu der Stadt Sodom. Zunächst hatte er dort in der Landschaft gewohnt, weit weg von jener Stadt, denn sie war berühmt, berüchtigt. In dieser Stadt gab es nichts, was es nicht gab. Doch es gab etwas, was es nicht gab, und das war Gerechtigkeit. Dort wurde alles Laster fabriziert, alles Laster ausgelebt, was ein Mensch sich nur ausdenken konnte. Aber es schien attraktiver zu sein, in der Stadt zu leben. Es gab mehr Vorteile, man konnte besser handeln. Die Kinder konnten vielleicht eine bessere Erziehung genießen. Und so zog er immer näher zu der Stadt, bis er irgendwann sich entschied, in der Stadt Sodom zu leben. Das war eine Qual für ihn, denn was er dort sah an moralischem Laster, war wirklich eine Qual für ihn. Alles, was er sah, was er hörte, wie die Menschen miteinander redeten, wie sie sich behandelten, wie sie einander vergewaltigten und schlugen, das quälte ihn. All diese gesetzlosen Werke, aber trotzdem der vermeintlichen Vorteile wegen, entschied er sich, dort zu wohnen und zu leben. Das sollte sich bald als sehr gefährlich herausstellen, denn Sodom stand im Bund mit vier anderen benachbarten Städten. Der Stadt Amorra oder auch Gomorra genannt, Adma, Zeboim und Zoar. Fünf Städte, die 12 Jahre lang tributpflichtig gewesen waren und die keine Lust mehr auf Tribut zu einem größeren König gehabt haben. Sie wollten rebellieren. Der Geist der Rebellion war bei ihnen nicht nur in der Moral vorhanden, auch in der Politik. Sie wollten sich von den großen Reichen, die damals existierten, lossagen. Und so versammelten sie sich mit einem militärischen Aufgebot im Tal Siddim. Wem waren sie untertan gewesen? Sie waren untertan gewesen einem Reich, das fern im Osten lag, noch weiter östlich als Ur. Ein Land, das alle Völker als Elam kannten. Nachfahren eines der Patriarchen, die direkt nach der Sintflut geboren worden waren, als einem Enkel Noahs. Das Land selbst nannte sich Haltamti.
Aber die Sumerer nannten sie Elamer, die Akkader Elamtu und die Hebräer Elam. Dieses große Reich unter seinem König Kedor Laomer hatte eine Allianz mit anderen großen Reichen und so machten sich auf den Weg durch den gesamten fruchtbaren Halbmond gen Norden und dann nach Süden, um diese abtrünnigen 5 Städte zu strafen. Auf dem Weg dahin vernichteten sie alles, was ihnen in den Weg kam. Die Rephaiter und die Susiter, Emiter, alles noch große, hochgewachsene Riesenvölker, die dort östlich des Jordangrabens lebten. Die zogen bis in die Wüste, bis zu den Amalekitern, dann drehten sie sich um, wandten sich gen Norden, um dort die abtrünnigen Amoriter im Tal Siddim zu schlagen. Und dort kam es zu der berühmten Schlacht der 9 Könige. Dort im Tal Siddim gab es große Asphaltgruben, in die viele fielen. Und die Überlebenden retteten sich auf die Berge. Kedorlaomer siegte. Die Elamiter vernichteten die Armeen der aufsässigen Städte und nahmen alle Bewohner der 5 Städte gefangen, inklusive Lot und seiner Familie. Als Abram, der so schön friedlich an seiner Terebinte weiter im Westen saß, davon hörte, dass sein Neffe, der ihn unfreundlicherweise das beste Land vor der Nase weggeschnappt hatte und der sich immer mehr Richtung götzendienerischer Stadt orientiert hatte, dass der in solch einer Notlage war, kannte er nur einen Gedanken. Ich muss ihm helfen und all den anderen Gefangenen Kanaanitern trotzdem auch. Er allein hatte ungefähr 318 Männer in seinem Clan, die eine Waffe ziehen konnten. Und er fragte seinen Verbündeten Mamre und dessen Brüder Aschkel und Aner, ob sie gemeinsam mit ihm eine kleine militärische Expedition unternehmen würden. Und das taten sie. Sie zogen gen Norden und dort in der Nähe der alten Stadt Dimaschka, die wir heute noch als Damaskus kennen, trafen sie das unvorbereitete Heer der Elamiter und der Babylonier und schlugen sie durch Gottes Hilfe, befreiten alle Gefangenen und kehrten zurück zu den Amoritern in das Tal Shaveh, in das berühmte Tal der Könige. Dort überbrachten sie all die Beute, all das Plündergut und wollten es jetzt den Königen von Sodom und Gomorra und den anderen Städten zurückgeben. Aber die wollten gar nicht zurückhaben. Sie sagten zu Abram, du kannst alles für dich behalten, weil du hast ja gewonnen. Und bei uns ist das schon immer so gewesen, der Gewinner des Krieges kann alles für sich behalten. Aber Abram sagte, wisst ihr was? Ich will es gar nicht. Ich habe diesen Krieg nicht geführt, um mich zu bereichern. Was? Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, um dich nicht zu bereichern? Alle bereichern sich. Wenn die Armee von Kemet kommt, die tun nur, um zu plündern. Wenn die Elamiter kommen, nur, um zu plündern. Wir bekämpfen uns selbst alle, nur, um uns zu bereichern. Du hast gekämpft, nicht, um dich zu bereichern? Ja, hat Abraham gesagt. Ich habe gekämpft für euch. Ich will nichts von dem Plündergut. Und selbst diesen verdorbenen Kanaanitern dämmerte es, dass es eigentlich ein gutes Prinzip ist. Wie ein Lichtstrahl in ihre moralische Finsternis. Und dann kam ein König, der nicht beteiligt war an der Rebellion, einer von den wenigen Königen, die dort noch einen Stadtstaat regierten, der vergleichsweise gut und gottesfürchtig war, und er brachte Brot und Wein. Sein Name war Malchisedek, der König der Gerechtigkeit. Und er segnete Abraham. Er war noch jemand, der von dem wahren Gott des Himmels wusste. Und Gott und Abraham gab ihm dort den 10. Teil von allem, was er persönlich besaß. Nach dieser Zeit hat Abraham sich viele Gedanken gemacht. Er brauchte jetzt wahrscheinlich die Kanaaniter erstmal nicht zu fürchten, weil er hatte offensichtlich bewiesen, dass er ein starker Held ist. Aber eigentlich lag ihm der Krieg gar nicht. All dieses Schlachtengetümmel hatte ihn eigentlich innerlich mehr verletzt. Aber seine größte Sorge war,
wo sind eigentlich die Nachkommen, die mir verheißen sind? Wo sind die, von denen Gott immer spricht, dass ich sie haben werde? Eines Abends war er völlig verzweifelt. Er hatte jetzt schon jahrelang in diesem verfluchten Land Kanaan gelebt. Er hatte all die großen Vorrechte des Landes Ur, diese Hochkultur, zurückgelassen, um inmitten dieser Barbaren zu leben. Und nichts von dem, was Gott versprochen hatte, war eingetroffen. Er hatte kein Land bekommen, er war immer noch ein Flüchtling, er lebte toleriert von diesen Amoriterfürsten, die ihn leben ließen bei ihrer Terebinte. Er hatte keinen Sohn und er hatte ständig Angst, dass ihm doch jemand seine schöne Frau wegschnappte. Und als er so mit Gott haderte, sprach Gott zu ihm eines Nachts: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Du hast mitbekommen, wie die Weltreiche miteinander kämpfen und wie du Teil warst dieser ganzen Konflikte. Aber hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Auch wenn du Bündnisse mit Menschen gemacht hast, wisse, ich bin der Einzige, mit dem du wirklich einen Bund machen brauchst. Aber Abraham, der hat das nicht gleich so akzeptiert. Er hat gesagt: Schau mal, Gott, du hast mir das verheißen, dass ich Kinder haben werde. Du hast mir verheißen, dass ich ein großes Land bekommen werde. Wo ist das alles? Ich werde bald sterben und mein Knecht, mein Hausverwalter, der Eliezer, der wird alles erben. Und was ist dann mit deiner Verheißung? Gott sprach zu ihm: Steh auf, geh aus deinem Zelt und schau mal in den Himmel. Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Same sein. Und Abraham kam ja aus Ur. Die Sumerer und die Akkader, die kannten sich auch aus mit Astronomie. Die hatten ihre ganzen Tempel gebaut nach den Sternbildern. Er wusste, es gibt viele Sterne. Und als Abraham dort an jenem Abend unter dem Sternenhimmel stand und die Sterne zählte, ist ihm irgendwann aufgegangen: All diese Sterne, wie sind die eigentlich entstanden? Habe ich nicht von Kindesbeinen an die alten Überlieferungen gehört, dass Gott sprach und es geschah? Und wenn Gott diese Sterne durch sein Wort an den Himmel platzieren kann, kann er mir nicht auch Kinder geben? Und so lernt er inmitten der Verzweiflung, inmitten der scheinbaren Enttäuschung, lernte er Gott zu vertrauen. Er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Himmel war erstaunt, denn im Himmel hatte jemand vor Urzeiten Gott nicht mehr geglaubt, obwohl es keinen Grund gab. Und hier war jemand, der, obwohl scheinbar alles gegen ihn war, trotzdem Gott glaubte. Und als Zeichen, dass Gott wirklich einen Bund mit ihm machen wollte, sollte er jetzt ein bestimmtes Zeremonial durchführen. Als der Abraham mit dem Mamre einen Bund gemacht hatte, da gab es eine bestimmte Zeremonie. Man hat damals Tiere genommen, man hat sie zerteilt und dann ist man durchgegangen. Erst der Mamre und dann der Abraham. Durch die Tiere hindurch. Das war das Zeichen, dass man gemeinschaftlich zusammenstehen würde. Und das hatte sich auch bewährt in der Schlacht. Und so sollte Abraham jetzt einen Widder nehmen und einige andere Tiere, die sollten geteilt werden. Und Abraham ging hindurch. Würde auch Gott hindurchgehen? Er hat lange gewartet. Er musste sogar die Greifvögel von den zerteilten Tieren festhalten. Es wurde Abend, es wurde Nacht, als Gott in einer Feuerfackel durch diese Tiere hindurchging und ihm deutlich machte: Ich habe dich gerufen, ich habe dich hierher geschickt, du hast bisher versucht, auch mit menschlicher Hilfe dich zu behaupten, aber wisse, ich mache einen Bund mit dir, aber es kommt nicht alles so schnell, wie du denkst. Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling, ein Ausländer sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Abraham, wisse, den Zustand, den du jetzt hast, das wird noch weitere 400 Jahre so gehen. Was?
Noch 400 Jahre? Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Abraham verstand plötzlich, dass er Teil einer sehr viel größeren Geschichte ist, die weit über sein Leben hinausgehen würde. Du sollst den Frieden zu seinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Wenn er buchstäblich dieses Land nie besitzen würde, dann wäre sein ganzes Leben ja offensichtlich eine Illustration. Sie aber, deine Nachkommen, sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und bei dem Satz wird der Abraham wahrscheinlich geschluckt haben. Denn er hatte schon eine ganze Menge gesehen an Sünden. Dieser Gott, auf dessen Ruf er gehört hatte, der sagt ihm, schau mal, seit über 300 Jahren morden und vergewaltigen diese Amoriter und diese Kanaaniter, aber es ist noch nicht genug, um sie zu vernichten. Ich habe noch viel mehr Geduld, als du dir das vorstellen kannst. Abraham glaubte ihm. Und was ich sicher, bald einen Sohn zu bekommen. Die Zeit verging. Wochen, Monate, Jahre. Und der Satan wusste, dass Abraham vor dem ganzen Universum so ein Beweisstück gerade wieder ist gegen seine Rebellion. Wie könnte er es schaffen, diesen Glauben des Abraham in Misskredit zu bringen, ihn von der Idee zu überzeugen, dass Gott es nicht so meint, wie er sagt. Er fand eine Hilfe in Abrahams Frau Sarai. Die wurde irgendwann ungeduldig und sagte, schau mal, ich bekomme keine Kinder, ich bin jetzt so alt, dass ich auch bald keine Kinder mehr bekommen kann. Und irgendwann war das Alter tatsächlich da, sie konnte biologisch keine Kinder mehr bekommen. Und da erinnerte sie sich, dass in dem Land, aus dem sie ausgezogen waren, in Ur, da gab es diese Rechtsvorschriften, die sogar in Kaltschrifttexten nachweisbar waren, dass wenn ein Mann eine Nebenfrau sich nimmt, dieses Kind rechtlich der Ehefrau zugesprochen wird. Das war ganz gängige zivilrechtliche Praxis. Lass uns das doch einfach tun. Dein Vater hatte auch mehrere Frauen. Sei doch nicht zu heilig, Abraham. Ja, vielleicht ist das so vor vielen Jahrtausenden gewesen, bei Adam und Eva, mit einem Mann und einer Frau. Die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen doch sehen, dass der Plan Gottes sich erfüllt. Wir wollen doch Kinder haben, ansonsten wird Gottes Mission sich nie erfüllen können. Und Abraham hörte auf seine Frau. Er nahm sich eine junge Magd, die er aus Ägypten mitgenommen hatte, für seine Frau. Hagar war ihr Name. Und sie wurde tatsächlich schwanger. Endlich war es soweit. Ein Nachkomme war in Sicht. Als die Hagar schwanger wurde, hatte sie das Gefühl, dass sie ziemlich wichtig war. Und hat sich entsprechend aufgeführt, was die Sarai noch wütender gemacht hat und den Abraham wirklich jetzt die letzten Nerven gekostet hat. Seine Ehefrau forderte jetzt von ihm, die Hagar unter Kontrolle zu bekommen. Die Hagar stattdessen floh einfach, rannte davon, mit dem verheißenen Sohn, dem vermeintlichen, in ihrem Bauch. Wollte von all dem nichts mehr wissen. Sie kam im Südland, als sie schon fast wieder auf dem Weg nach Ägypten angekommen war, das Land Kemet, kam sie an einem Brunnen vorbei, als ihr jemand erschien, den sie niemals vorher gesehen hatte. Es war niemand Geringeres als Michael, der Sohn Gottes selbst, der seit ewigen Zeiten mal wieder direkt persönlich auf der Erde zu einem Menschen sprach. Nicht zu Abraham, nicht zu Sarai, sondern zu der ägyptischen Magd, die rebellisch weggelaufen war. Er machte ihr Mut, zurückzukehren, machte ihr Mut, ihr Los zu tragen und auf Gott zu vertrauen. Sie würde einen Sohn bekommen, den sie Ishmael nennen sollte. Und als sie realisierte, mit wem sie dort spricht,
nannte sie den Ort Elroy, der Gott, der sieht. Sie nannte den Brunnen dann nach diesem Namen und kehrte zurück. Ein Jahr später, oder einige Monate später, im Jahre 2094, wurde das Kind geboren. Abraham war überglücklich. Er nannte ihn tatsächlich Ishmael. Und nun schien alles in geordneten Bahnen zu laufen. Im Jahre 2096, kurze Zeit später, starb Arpachshad, ein Enkel von Noah, der noch relativ lange gelebt hatte und 403 Jahre alt geworden war. Viele Jahre vergingen. Das Kind Ishmael wuchs und Abraham und seine Familie lebten dort bei der Terebinte Mamres und es schien so, als ob alles sich jetzt in geordneten Bahnen befinden würde und das Leben so jetzt weitergehen könnte, als im Jahre 2107 Gott sich erneut dem Abraham offenbarte. Er sagte zu ihm: Ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Mit anderen Worten, ich kann alles, auch das, was du nicht für möglich hältst. Du hast geglaubt, mit eigener Kraft meinen Plan umsetzen zu können. Ich kann alles. Ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Während der Henoch und der Noah die Aussage Gottes bekamen, dass sie untadelig waren, musste Abraham die Aufforderung hören: Sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und mit dir und will dich über alle Maßen mehren. Abraham hat sich vielleicht gefragt: Moment mal, Gott, wir haben doch schon einen Bund. Wir haben doch schon einen Bund gemacht. Ich bin durch die Tiere, du bist durch die Tiere. Ist doch alles in Ordnung. Das Kind ist da, ich lebe in Kanaan. Was willst du mehr? Gottes Ruf war sehr spezifisch. Wenn Gott ruft, dann meint er immer genau das, was er sagt. Und wenn wir ein bisschen davon abweichen, dann wartet er auf den günstigsten Zeitpunkt, uns erneut zu rufen. Abraham wurde erneut gerufen. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Du hast recht, Abraham. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Aber es muss sich in deinem Leben etwas ändern. Und als Ausdruck dessen wird sich sogar dein Name ändern. Aus Abram soll Abraham werden, der Vater einer Menge. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Ich will diesen Bund so machen, wie ich ihn möchte, Abram. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Und Abraham hat sich wahrscheinlich gedacht: Was ist das denn für ein komischer Bund? Was hat denn meine Vorhaut mit Gott zu tun? Vielleicht ist ihm schon gedämmert: Hat es etwas mit der Tatsache zu tun, dass ich die Hagar gehabt habe? Der Bund, den Gott jetzt im Jahre 2107 mit Abraham erneuert und verstärkt, soll durch eine Beschneidung veranschaulicht werden. Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Es sollte also wieder darum gehen, ob Abraham Gott glaubt, so wie früher auch. Auch seine Frau sollte umbenannt werden von Sarai, das Fürstin heißt, zu Sarah, edle Frau. Ganz interessante, fast identische Namensgebung, aber mit einer kleinen Nuance. Und Abraham war nicht ganz einverstanden. Er sagte: Schau mal, wir brauchen keinen Sohn mehr. Wir haben schon jemanden. Ismael ist doch da. Lass doch Ismael den verheißenen Sohn sein, dass Ismael vor dir leben möchte. Die Sarah ist eh zu alt schon. Und dann hörte er Worte, die sehr schneidend waren. Nein. Alles das, was du jetzt ungefähr 16, 17 Jahre gehofft hast, all deine Hoffnung, die auf Gott gerichtet war und die darauf bedacht war, Gottes Plan zu erfüllen, all
das schneide ich weg, sagt Gott zu ihm. Nein, Ismael ist es nicht. All das, was du jahrelang in Ismael hinein investiert hast, in der Hoffnung, dass er der Verheißene wäre, all das wird ab heute gestrichen. Beschneidung. Sondern Sarah, deine Frau, nicht Hagar, sondern Sarah, deine Frau soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Oder Yitzhak. Er lacht. So sollte der Name sein, weil Abraham darüber gelacht hat und sich fast nicht vorstellen konnte, dass das möglich ist. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Abraham freute sich sicherlich, noch einen Sohn zu bekommen. Aber er schmerzte ihn und es war ein Kampf. Sollte er wirklich Ismael als den Erben aufgeben? Und plötzlich verstand er besser, warum Gott als Zeichen dieses Bundes eine schmerzhafte Beschneidung auserwählt hatte. Und er entschied sich, wieder Gott zu glauben. Er entschied sich, auch diesen Ruf anzunehmen. Stück für Stück war jeder Ruf bisher in seinem Leben immer ein bisschen näher an sein Herz gekommen. Er hatte sein Heimatland verlassen, er hatte seine Verwandtschaft verlassen, er hatte seinen Neffen verlassen. Jetzt sollte er sich zumindest von der Idee trennen, dass Ismael der verheißene Sohn ist. Er beschnitt sich und er beschnitt auch den Ismael und alle, die in seiner Sippe waren. Es sollte das Zeichen derer sein, die auf den wahren Erlöser warteten, der nicht nach menschlichen Überlegungen, nicht mit menschlicher Planung, sondern allein durch Gottes Wirken kommen würde. Im gleichen Jahr bekam Abraham Besuch. Er saß gerade am Eingang seines Zeltes. Es war ziemlich heiß. Und er sah in der Gegend drei Männer. Und er war schon lange genug jetzt als Nomade unterwegs, um zu wissen, wenn Leute nicht mehr den Weg finden. Die irrten so ziellos umher, liefen in eine Richtung, liefen in die andere, schauten wieder auf die Sonne, versuchten irgendwie die Himmelsrichtung zu bestimmen, schauten zu den Bergen, und liefen wieder in eine andere Richtung. Und Abraham dachte sich, meine Güte, dies müssen Fremdlinge sein. Kenne ich nur zu gut das Gefühl. Ich will ihnen helfen. Er rannte zu ihnen und nötigte sie förmlich. Er bat sie, komm zu mir. Sie sagten, nein, wir wollen keine Umstände machen. Komm zu mir. Ja, wir sind auf dem Weg. Komm zu mir. Er brachte sie an sein Zelt, ließ sie unter der Terebinte Platz nehmen. Er rannte zu Sarah und sagte, schau mal hier, wir haben Gäste, nimm mal hier genügend Mehl und back Brot. Und Fleisch wurde fertig gemacht. Und als sie so saßen an dem Zelt und aßen, da redeten diese drei Männer ganz interessante Dinge, merkwürdige Dinge. Einer von ihnen sagte, in einem Jahr komme ich nochmal wieder und dann wird deine Frau einen Sohn haben. Die Sarah war ein bisschen neugierig. Die hat, während sie weiter am Essen bereitet hat, hat sie gelauscht, was die Männer da draußen erzählen. Und just in diesem Moment, als sie hört, dass dieser Fremdling, den sie gerade mal seit ein paar Stunden kennt, ihrem Mann erzählt, dass sie, die schon lange über das biologische Alter heraus ist, ein Kind bekommen wird, fängt sie innerlich an zu schmunzeln. Sie hält sich wahrscheinlich die Hand vor den Mund gehalten, um nicht laut loszupusten. Und war froh, dass niemand gehört hat, dass sie gelacht hat. Wäre ja unhöflich gewesen, gegenüber Fremden über sie zu lachen. Aber dann erschrickt sie, weil sie hört durch das Zelt, dass der Mann fragt, warum hat deine Frau gerade gelacht? Sie hat geschaut, ob es irgendwo ein offenes Fenster gab im Zelt. Nein. Und sie hat rausgerufen, nein, ich habe nicht gelacht. Und dieser Fremdling dreht sich um und schaut sie an und sagt mit einer liebevollen Autorität, doch, du hast gelacht.
Sie ahnt kaum, wer das ist, der da zu ihr spricht. Es ist derselbe, der Jahre zuvor in der Wüste des Südlandes an einem Brunnen zu ihrer verhassten Magd gesprochen hatte. Der Sohn Gottes. Er war mit zwei der Malakim in menschlicher Form unterwegs auf einer Mission. Und Teil dieser Mission war es, dem Abraham noch einmal zu bestätigen: Bleib bei deinem Glauben, du wirst einen Sohn haben durch eine Frau, die keine Kinder mehr kriegen kann. Als sie zu Ende gegessen hatten und Abraham realisierte, wer es ist, mit dem sie dort sprechen, hat er sich auserbeten, sie ein bisschen zu begleiten auf dem Weg, den sie gehen sollten. Zu viert gingen sie, und als sie auf einer Bergspitze angekommen waren, blieb einer von den dreien, der auch diese interessante Aussage gemacht hatte, stehen, während die anderen beiden, die Malakim, sich Richtung Jordanaue bewegten. Und dieser eine, der zurückblieb, der sprach zu sich selbst und sagte: Abraham ist doch mein Freund. Vielleicht sollte ich ihm erzählen, was wir vorhaben. Und Abraham, der das so hörte, dachte: ja, klingt interessant. Aber das, was er hörte, war ziemlich angsteinflößend. Es stellte sich raus, dass es tatsächlich Gott war, der zu ihm sprach. Der gehört hatte, was heißt der gehört hatte? Der wusste, dass die Städte, die Abraham vor einigen Jahren militärisch gerettet hatte, nämlich Sodom und Gomorra und all die anderen Städte, dass die so moralisch verkommen waren, dass man sie nicht länger dulden konnte auf der Erde. Und als Abraham hörte, dass es Gottes Plan war, diese Städte zu vernichten, begann er, für sie zu bitten. Er hörte die Worte: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Der Gott, der alles weiß, prüft trotzdem alles. Um vor dem ganzen Universum deutlich zu machen, dass es keinen Fehler gibt in seiner Regierung. Und dort auf diesem Hügel hat Abraham zum zweiten Mal sein Herz entdeckt für die Bewohner von Sodom und Gomorra. Er, der mit seinen 318 Mann und ein paar mehr Amoritern sich auf den Weg gemacht hat durch das halbe Bergland, um die größte Macht der damaligen Zeit, die Elamiter, zu schlagen, er wollte jetzt auch die Kananiter vor dem Zorn Gottes retten. Und hat tatsächlich mit dem Gott des Himmels verhandelt. Gefeilscht. Was ist dann sozusagen die kritische Masse? Wie viel Gerechte brauchen wir, dass du sie nicht vernichtest? Die Zahlen gingen hin und her. Und irgendwann haben sie sich geeinigt. Mehrmals hat er ihn gebeten. Und wenn so viele da sind, und wenigstens so wenig. Und die Engel sind erstaunt. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mensch, der, obwohl er selbst gerecht ist, für gottlose Sünder bittet, ohne dass er selbst was davon hat, der mit Gott ringt, um diesen gottlosen Sündern noch ein bisschen mehr Zeit zu geben? Ist das nicht etwas, was wir von Gott selbst kennen? Ist das nicht ein Spiegelbild dessen, wie Gott selbst ist? Die zwei Malakim unterdessen, während dort auf diesem Gipfel der Gott des Universums und dieser Abraham miteinander nicht kämpfen, aber miteinander feilschen um diese Stadt. Währenddessen kommen die beiden Malakim, die beiden Boten, die Engel, Richtung Sodom. Sie kommen des Abends an und sie treffen im Stadttor Lot. Der sieht zwei Fremde und er weiß, er muss schnell handeln, denn Fremde bleiben nicht lange fremd in Sodom, sie werden schnell eingeweiht. Was das heißt, würde sehr schnell deutlich werden. Er bietet ihnen schnell Unterkunft in seinem Heim an. Sie tun es so, als ob sie es nicht annehmen wollen, aber er zwingt sie, er nötigt sie. Und kaum sind sie in seiner Wohnung, versammelt sich schon der Mob
von Sodom. Und ihr Ziel ist eindeutig, sie wollen diese beiden Männer homosexuell vergewaltigen auf der Straße. Eine Massenvergewaltigung. Und Lot versucht das unter allen Umständen zu verhindern. Er wäre beinahe selbst umgekommen, hätten nicht diese beiden Engel ihn gerettet. Und sie offenbaren ihm: Schau, du siehst, wie es um diese Stadt steht. Diese Stadt hat nicht mehr 120 Jahre wie bei Noah, diese Stadt hat nur noch ein paar Stunden. Nimm alles, was du hast, was du brauchst, nimm deine Familie, deine Verwandten und verlass die Stadt sofort. Lot hat das erst gar nicht richtig begreifen wollen. Aber als die Engel es ihm ganz deutlich sagen und ganz explizit auftragen, dann geht er zu seinen Schwiegertöchtern, zu seinen Schwiegersöhnen und versucht sie zu überzeugen, die das alles Ganze für Humbug und für Sensationsprahlerei halten. Und während die Bewohner von Sodom von den Engeln mit Blindheit geschlagen immer noch nach der Tür suchen, um vielleicht doch noch diese Fremden in ihre Mangel zu bekommen, rinnt die Zeit für Lot dahin. Und er ist immer noch unentschlossen. Und seine Frau bemerkt das. Und seine Töchter bemerken das. Sie sehen, dass er eigentlich weiß, dass er gehen muss, aber dass er realisiert, er kann gar nicht so viel mitnehmen, wie ihm gehört dort in der Stadt. Auf die Schnelle kann man keine große Karawane organisieren, um all die Güter mitzunehmen, die er angehäuft hat. Und er zögert und er hätte wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende gezögert. Hätten die Engel ihn nicht am Ende an seinem Arm gepackt und ihn mitgerissen. Und seine Familie folgte ihm. Die Dunkelheit der Nacht war fast vorbei, die Sonne stieg gerade auf. Sie gingen und liefen und die Engel sagten: Lauft weiter dort in das Bergland, dreht euch nicht um und erst wenn ihr in Sicherheit seid, wird es geschehen. Und Lot, der gerade von zwei himmlischen Wesen vor dem Untergang gerettet wurde und dem gesagt worden ist: Lauf in das Bergland, da bist du sicher, hat tatsächlich die Idee, dieselben Engel zu fragen, ob er nicht lieber in eine andere Stadt fliegen darf. Und dort, in eine kleine Stadt, die vielleicht da dann nicht vernichtet wird, nach Zoar. Und die Engel, die das fast gar nicht fassen können, erlauben ihm auch das und sagen: Okay, dann flieh in die Stadt Zoar. Aber flieh! Lauf! Und als sie Zoar erreichen, diese kleine Siedlung, fällt Feuer vom Himmel. Feuer und Schwefel auf Sodom und Amorra und vernichtet alles, was dort ist. Und als sie es krachen und brennen hören, da sticht es der Frau von Lot ins Herz. Und sie denkt sich: Trifft das auch unser Haus? Auch meine Sachen? Einmal über die Schulter blicken ist doch wohl erlaubt, oder? Sie blickt über die Schulter und wird zur Salzsäule. Lot verliert fast alles, was er hat, in wenigen Stunden. Eine falsche Entscheidung, die über Jahre lang hätte korrigieren können. Gott hat ihm mehrfach durch den Einfall der Elemiter gezeigt, es ist gefährlich. Aber er hat die Lektion nicht gelernt. Jetzt bleiben ihm nur noch zwei Töchter, mit denen er flieht. Am nächsten Morgen steigt Abram auf denselben Ort, an dem er am Vorabend mit Gott gerungen hatte. Und er sieht Schwefel und Rauch aufsteigen und er stellt fest, es waren nicht mal die 10, die er ausgehandelt hatte. Nicht mal die. Lot und seine beiden Töchter fühlen sich in der kleinen Stadt, in die sie unbedingt laufen wollten, auch dort nicht sicher. Und so rennen sie doch in das Bergland und leben in einer Höhle. Er, der nicht in dem Hügelland leben wollte, der das fruchtbarste Land besitzen wollte, was es gab, der dann in der kultivierten Stadt Sodom leben wollte, muss jetzt in einer Höhle leben, aus Angst und Furcht. Dort haust er und seine beiden Töchter realisieren schnell, dass sie dort keine Männer finden werden. Und so fassen sie einen perfiden Plan. Sie machen ihren Vater betrunken
und schlafen dann mit ihm. Sie werden schwanger. Und für Lot ist das der Tiefpunkt aller Schande. Eine Fehlentscheidung hat viele weitere Fehlentwicklungen zur Folge. Im selben Jahr zieht Abraham wieder gen Süden, in das Südland. Er weiß, es sind nur noch wenige Monate, bis seine Frau dieses Kind bekommen wird oder dann schwanger werden wird. Er zieht in eine Gegend, wo ein Stadtkönig herrscht. Sein Titel ist Abimelech, mein Vaters König. Hier kennt er niemanden. Und obwohl er weiß, dass seine Frau in weniger als einem Jahr seinen Sohn gebären soll, erzählt er wieder, dass es seine Schwester ist. Er hatte Jahrzehnte vorher diese falsche Idee in seinen Kopf programmiert. Und jetzt, wo Gott zu ihm gesprochen hat, Gott zu ihm sogar besucht hat und ihm versprochen hat, du wirst einen Sohn durch Sarai bekommen, ist in einer Krisensituation dieser eine falsche Grundsatz stärker als das, was Gott ihm gesagt hat. Seine Frau wird dem König von Gera zugeführt. Und jetzt fragt sich der Himmel, ja, was jetzt? Gott greift wieder ein und spricht zu dem König. Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Dieser heidnische König wird wahrscheinlich ziemlich erschreckt gewesen sein. Er hat nichts ahnend sich zu Bett gelegt, war in seinen süßesten Träumen, bis in dieser Vision Gott sagt, du bist des Todes wegen dieser Frau. Und er sagt dann, aber wer auch immer du bist, Gott, ich habe nichts Böses da gedacht. Und interessant ist die Antwort von Gott, die er ihm sagte, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Er hat einen Fehler getan, etwas, was offensichtlich verkehrt war, aber er hat es aus aufrichtigem Herzen getan und Gott hatte es nicht als Sünde betrachtet, aber als etwas, das korrigiert werden musste. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. Gott hatte so lange seine Hand davor gehalten, bis Abimelech jetzt wusste, wie es wirklich ist und er sich entscheiden konnte, ob er das Gute tun will oder das Schlechte. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sie gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Du bist zwar des Todes, aber du wirst erst sterben, wenn du bewusst sündigst. Ansonsten geht's dir gut. Und Abraham, der den Fehler gemacht hat, soll für dich beten. Gott hat das bewusst gemacht, damit die Kanaaniter und die Amoriter nicht schlecht über diesen Abraham denken, der ihnen immer von Gott erzählt und dann selbst so ein Feigling ist. So lässt der Abimelech den Abraham rufen und sagt, schau mal her, was du getan hast, das tut man nicht. Ich bin ein Amoriter, ich bin ein Kanaaniter und ich sage dir, dem Propheten Gottes, so etwas tut man nicht. Der Abraham hat sehr viel Interessantes erlebt. Ein Beispiel dafür, dass wenn Gott einen Menschen ruft, es oft auf und bergab geht, auch moralisch. Und er hat ihm viel Silber gegeben, als, wie man sagte, Augendecke, um sicherzustellen, dass er die Sarai tatsächlich nicht angerührt hat. Und dann im Jahre 2107 wurde sie tatsächlich schwanger. 89, 90 Jahre alt. Und der Bauch wölbte sich. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie das über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. 2108 wurde er geboren, von dem Gott die ganze Zeit wusste, dass er kommen würde. Er hat es ihm mehrfach gesagt. Aber Abraham musste viele Nebenwege gehen oder ist viele Nebenwege gegangen, um schlussendlich doch einzusehen, Gott hat genau das gemeint, was er gesagt hat. Um dieselbe Zeit gaben auch die Töchter
des Lot Kindern das Leben. Die eine nannte ihren Sohn Moab vom Vater. Kein besonders schöner Name. Moab. Der andere Ben-Ami, der Sohn meines Verwandten. Klingt nicht ganz so inzestuös, aber der war es natürlich auch. Nur einige Zeit später gab es erneut Krach im Hause Abrams. Der Ishmael, der mittlerweile ein richtig pubertärer Jugendlicher war, hat sich ziemlich schlecht gegenüber dem jungen, kleinen Isaak verhalten. Und Sarai war schon wieder wütend, hat gesagt, ich will diese Hagar und diesen Ishmael nicht mehr sehen. Schick sie weg. Abraham war außer sich. Ich kann doch meinen Sohn nicht wegschicken. Aber Gott sprach zu ihm und sagte ihm etwas, das schon wieder so ein Schnitt war. Deine Frau hat recht. Du solltest ohnehin nur eine Frau haben. Schick die Hagar und ihren Sohn Ishmael buchstäblich in die Wüste. Ich werde mich um sie kümmern. Und so sind Hagar und Ishmael in die Wüste gezogen. Sie hatte den Plan, nach Ägypten zurückzugehen, dort, wo sie herkam. Aber sie kamen nicht weit. Irgendwann, irgendwo in der Unendlichkeit der Wüste ging das Wasser aus. Und der Ishmael war fast verdurstet. Und es war hier, dass Gott sich erneut offenbart und erneut zu ihr spricht und ihr verheißt, dass Ishmael ein großes Volk werden wird. 12 Fürsten würden von ihm kommen. Und er würde sich um ihn und um sie kümmern. Gott offenbarte, dass er nicht nur ein Gott einer Familie ist. Gott war der Gott eines jeden, ganz egal, wie krumm die Lebenswege auch gegangen waren. Es gab auch Streit mit den Anwohnern vor Ort. Abraham hatte eine Auseinandersetzung wegen den Brunnen, die dort gebaut wurden. Jeder einzelne Brunnen war eine Lebensversorgung. Und dort an einem Brunnen machte er einen Schwur mit dem Abimelech und seinem Heerführer Pichol, dass dieser Brunnen ihm gehört. Er pflanzte eine Tamariske und nannte den Ort Beersheba, ein Ort, der in unserer Geschichte noch oft auftauchen wird. Im Jahre 2126 starb Schelach, einer der nachsintflutlichen Patriarchen. Und dann schien wirklich das Leben von Abraham einmal den ganzen Zyklus von Erfolg und Niederlage, von Hoffnung und Verzweiflung, von Schwierigkeit und Glück einmal durchlaufen zu haben. Er hatte alles erlebt und er war am Ziel angekommen. Im Jahre 2128 war er 120 Jahre alt und sein Sohn Yitzhak 20. Und Gott sprach zu ihm, Abraham. Er antwortete nach seiner Gewohnheit, hier bin ich. Es war nachts in einer Vision. Und Gott sagte zu ihm, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, Yitzhak, und geh hin in das Land Moria. Okay. Und? Bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Es war immer noch ganz still in der Nacht. Der Abraham hat sich kurz gefragt, ob er sich verhört hat. Er hat sich kurz gefragt, ob er vielleicht geträumt hat. Hatte Gott gerade wirklich Brandopfer gesagt? Ein Brandopfer wurde geschlachtet, zerstückelt, enthäutet, die Fleischstücke wurden gewaschen und dann wurde das Ganze verbrannt. Hatte Gott, der immer Liebe ist, gerade von ihm gefordert, ein Brandopfer zu bringen, seinen eigenen Sohn? Wahrscheinlich war sogar der Satan erstaunt, weil so kannte er Gott nicht.
Und die Engel im Himmel, die Welten, die waren völlig außer sich. Hat Gott sich plötzlich geändert? Der Abraham hat sich gefragt, was ist denn los? Genau das, was Gott, was du jetzt von mir verlangst, das tun doch die Kanaaniter die ganze Zeit. Die bringen Brandopfer, die lassen ihre Kinder durchs Feuer gehen. Ich habe immer meiner Sippe beigebracht, wegzuschauen, gar nicht erst mit den Kanaanitern irgendeinen Kontakt zu haben, um davon fernzubleiben. Aber er kannte die Stimme Gottes ganz genau. Sie hatte so oft zu ihm gesprochen. Sie hatte in Ur zu ihm gesprochen. Sie hatte in Haranu zu ihm gesprochen. Sie hatte in all den Orten zu ihm gesprochen. Immer wusste er genau, dass es Gottes Wille war. Er kannte die Stimme, aber er hatte keine Ahnung, was das jetzt bedeuten sollte. Und mit einer intensiven Spannung haben nicht nur Engel, sondern alle Welten auf diese Szene geschaut und sich gefragt, wird Abraham Gott auch immer jetzt noch glauben? Und wenn ja, was ist daran gut für Abraham? Der Morgen kam, der ganz frühe Morgen. Abraham spaltete das Holz selbst. Er wollte keinen Sklaven nehmen, keinen Bediensteten. Als er sich dann auf den Weg machte, ging er erst zum Zelt von Sarah. Er wollte es ihr gerade sagen, aber dann hat es bleiben lassen. Er hat gefürchtet, dass die Sarah das nicht verstehen könnte. Und dass sie ihn vielleicht zurückhalten würde, auf ihn einreden würde, vielleicht sogar einschlagen würde, um ihn davon abzuhalten, ihren einzigen Sohn, den sie mit 90 bekommen hatte, auf einem Steinaltar in Flammen aufgehen zu lassen. Er hat den Isaak aus dem Zelt geholt. Er hat ihm nicht gesagt, um was es geht, außer dass er einen Auftrag von Gott bekommen hat, dass ein Opfer gebracht werden soll, dort in der Ferne. 3 Tage sind sie mit 2 Knechten, einem Esel und viel Holz gereist. Und am 3. Tag hob er seine Augen auf und sah den Ort von Ferne. Er entschied sich, die 2 Knechte zurückzulassen und den Esel und nur noch mit Isaak, mit Jitzhak voranzugehen. Und als er diesen Ort sah, da sagt es hier, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Er wusste, Gott hatte verheißen, dass er ein großes Volk werden würde. Gott hatte verheißen, dass er viele Nachkommen haben würde. Er hatte nur einen einzigen, der wirklich zählte vor Gott. Und wenn er den umbringt, dann muss der von den Toten auferweckt werden. Das ist zwar noch nie passiert. Er wusste, dass die Alten erzählt haben, dass irgendeiner mal nicht gestorben ist. Der Henoch. Wenn Gott das schafft, vielleicht kann er ja jemanden noch aus den Toten auferwecken. So sind sie langsam diesen Berg hinaufgestiegen. Jeder Schritt wurde dem Abraham schwerer. Irgendwo auf der Hälfte des Hügels rief der Jitzrach zu ihm, mein Vater, hier bin ich, mein Sohn. Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Okay. Sie kamen auf den Gipfel, sie haben Steine gesucht, die Steine aufeinander geschichtet. Der Abraham war schon 120, der Jitzhak musste ihm helfen, mit seinen 20 konnte er die Steine besser tragen. Jitzhak hat auch das Holz getragen, den ganzen Berg hoch. Sie haben das Holz auf den Altar gelegt. Jetzt musste das Opfer ja bereitstehen, oder? Jetzt müsste Gott für das Lamm sorgen. Und dann hat er ihnen mit Tränen erstickte Stimme erzählt. Jitzhak, du bist das Lamm. Und was in ihm vorgeht, weiß wahrscheinlich kein Mensch. Aber was das ganze Universum gesehen hat, war, dass Jitzhak seine Hände ausgestreckt hat und seinen Vater Abraham ermutigt hat, binde mich, binde mich, binde mich.
Und die Engel haben sich erinnert, wie vor über 2100 Jahren der, den man den Sohn Gottes nannte, den Vater dreimal gebeten hatte, lass mich den Plan der Erlösung ausführen. Damals hatten sie das kaum richtig verstanden, was das bedeuten würde. Das ganze Universum schaute mit intensivem Interesse auf diese Szene, und als sie den Schmerz im Angesicht des Abraham sahen, da verstanden sie etwas, was sie nicht gesehen hatten, als der Sohn Gottes in den Thronraum gegangen war und mit dem Vater gesprochen hatte. Da hatten sie den Ausdruck des Vaters nicht gesehen. Aber jetzt konnten sie den Ausdruck des Vaters sehen in den Augen von Abraham. Der zog das Messer. Vielleicht war es nicht dasselbe Messer, mit dem er sich selbst beschnitten hatte. Aber er hatte sich selbst beschnitten. Er hatte Ismael weggeschnitten aus seinem Leben. Er hatte Ur aus seinem Leben weggeschnitten. Jetzt würde er Isaak wegschneiden. Und er schnitt ihn weg aus seinem Leben, in seinen Gedanken. Und dann spannte er seine Muskeln an und wollte gerade zustechen, als Gott vom Himmel rief: Abraham, Abraham, hier bin ich, hat er gerufen. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Gottesfurcht bedeutet, dem Ruf Gottes zu folgen, egal ob man ihn versteht oder nicht. In diesem Moment hört er etwas rascheln im Gebüsch und er sieht dort einen Widder, einen großen Widder. Und sie nehmen den Widder, sie binden, oder er bindet Jitzhak schnell los, und sie nehmen den Widder und opfern den Widder. Und als Abraham über diese Szene nachdenkt, wird ihm bewusst, dass ein Widder kein Lamm ist. Und ihm wird bewusst, dass all das, was er gerade erlebt hat, ein Gleichnis ist. Und als sie dann nach der Opferzeremonie, nach der Anbetung Gottes den Ort verlassen, nannte er den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. Ihm war plötzlich bewusst geworden, dass all die Opfer, die er Jahr aus, Jahr ein gebracht hat, an all den Orten, in Schechem, in Sichem und an all, und im Südland, überall, wo er die Altäre aufgestellt hatte, dass all diese Opfer eine Lektion hatten, dass nämlich Gott seinen Sohn geben würde. Der Herr wird dafür sorgen. Weil du dies getan hast, sprach Gott zu ihm, und dein Sohn, dein Einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinem Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Das, was du heute getan hast, soll ein Segen sein für die ganze Weltengeschichte bis ans Ende der Zeit, weil du meiner Stimme gehorsam gewesen bist. Abraham konnte das nur erleben, weil er tat, was Gott sagte. Er hat nicht nur zugehört und gesagt, ja, das klingt gut. Er hat getan. Der Glaube zeigte sich darin, dass er wirklich in seinem Leben die Dinge umsetzte, die Gott von ihm verlangte. Und als er zurückkehrte zu seinem Zelt, während Sarah im Zelt saß und gerade das Fladenbrot machte und sie von Fernen kommen sah und sich gefragt hat, ich habe mich schon gefragt, was ihr 3 Tage lang unterwegs macht, ja. War 6 Tage, hin und zurück so. Da hatte Abraham nicht nur ein Lächeln auf den Lippen, sondern eine so unglaublich tiefe Freude. Er hatte vor seinem inneren Auge etwas gesehen. Er hatte den Erlösungsplan besser verstanden als jemals zuvor. Er hatte gesehen, was sein Gott, der ihn aus dem Land der Chaldäer, aus dem Land Ur herausgeführt hat, der ihn all den Weg geführt hat, der ihm all die ganzen Umwege vergeben hat, der ihn immer für ihn gesorgt hat, der immer ihn zurückgeführt hat auf den richtigen Weg, dass dieser Gott das
ultimative Opfer für ihn bringen würde. Und als es aussah, als ob Gott etwas völlig Absurdes verlangen würde, da zeigte sich, dass damit Gott ihm das Allermeiste offenbarte. Dass Gott nichts zurückhalten würde und dass Gott ihn unendlich liebt. Er sah den Tag des Erlösers und er freute sich. Die Geschichte des Patriarchen von Uru gehört. Aber eigentlich ist es auch die Geschichte eines jeden Menschen. Gott hat damals einen Menschen gerufen, hatte einen ganz konkreten Plan für sein Leben. Und dieser Mensch hat diesen Plan manchmal gut verstanden, manchmal weniger gut verstanden. Manchmal sehr genau ausgeführt und manchmal ist er viele Umwege gegangen. Aber es gibt eine Konstante in der Geschichte vom Patriarchen von Uru. Das ist Gott, der jeden Umweg immer wieder auf den richtigen Weg führt. Und der jeden Menschen, der bereit ist, den Ruf Gottes zu hören, zur größten und tiefsten und innerlichsten Freude bringen kann, wie jenen Abraham. Auch wenn wir heute viele Jahrhunderte, ja, Tausende später leben, sind viele von den Prinzipien dieser Geschichte immer noch dieselben. Wir haben die letzten Abende immer so eine kleine Herausforderung gehabt. Am ersten Abend wollten wir über die Güte Gottes, über die Schönheit Gottes, seinen Charakter nachdenken. Am letzten Abend haben wir uns Gedanken gemacht, ob auch wir betroffen sind von diesem Gift der Schlange, von dieser Rebellion. Und heute Abend möchte ich Sie entlassen mit diesem Gedanken, mit dieser Frage, auch die, die Sie live zuschauen, ob nicht Gott auch in unser Leben hineinruft. Ob er nicht auch ganz konkret mich und dich, lieber Freund, liebe Freundin, ruft. Ob er nicht auch für dich und für mich einen Lebensplan hat. Und das wird wohl bedeuten, dass auch wir vielleicht manche Dinge abschneiden müssen. Der Ruf Gottes ist immer auch ein Ruf, der trennt. Aber am Ende steht eine tiefe Erfahrung mit ihm, unserem Schöpfer. Und in diesem Sinne möchte ich uns einladen, einfach mal morgen, den ganzen Tag über, ganz bewusst darüber nachzudenken, was Gottes Ruf in meinem Leben sein könnte. Wie er mich ruft, zu was er mich ruft oder ob er mich vielleicht zu einem Punkt wieder zurückrufen muss, so wie auch den Abraham. In diesem Sinne würde ich gerne ein Abschlussgebet beten und lade uns alle dazu ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diese inspirierende Geschichte eines Mannes, der fast alles aufgegeben hat, um dich zu finden und der trotzdem alles gewonnen hat, was es auf dieser Welt zu gewinnen gibt. Wir sehen im Vergleich zu Lot, der fast alles verloren hat und der in Schande am Ende gelebt hat, weil er nicht geglaubt hat, dass du wirklich das Beste für ihn willst. Abraham hat das geglaubt. Und wenn er es mal nicht geglaubt hat, dann hast du ihn trotzdem immer wieder zurückgeführt, ihn daran erinnert, an das, was er eigentlich versprochen hatte. Und so möchten wir dich bitten, dass du auch in unserem Leben uns deutlich machst, worin du uns rufst, wozu du uns rufst und was dein Plan für unser Leben ist. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du, so wie du bei Abraham gewesen bist, du auch bei uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen.